Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe und alle heile, deren Herz bedrückt ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern heute mit unserem ganzen Bistum einen Menschen, der für uns Vorbild geworden ist, einen Menschen, der mit uns durch das Leben geht und besonders auch für uns betet. Nämlich wir gedenken heute des seligen Paul Josef Nardini. Und wir wollen Gott danken für das, was er durch diesen Seligen in der Geschichte unseres Bistums, unserer Diözese gemacht hat. Er sagte, wo ich bin, da bin ich ganz. Vielleicht ist das auch für uns ein Motto, ein wichtiges Motto. Wo ich bin, da bin ich ganz. So bitten wir Gott, dass wir auch hier sind, ganz bei ihm, an seinem Altar, an seinem Opfer, so wie er an uns ganz ist. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott, du Licht deiner Gläubigen, du Hirt der Seelen. Du hast den seligen Paul Josef Nardini dazu berufen, durch seine Predigt und sein Beispiel der Kirche zu dienen. Seine Fürsprache helfe uns, den Glauben zu bewahren, den er gelehrt, und den Weg zu gehen, den er durch sein Leben gewiesen hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Hebräerbrief. Jeder Priester des alten Bundes steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Jesus Christus aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden. Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Das bezeugt uns auch der Heilige Geist, denn zuerst sagt er, das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit ihnen schließe, spricht der Herr. Ich lege meine Gesetze in ihr Herz und schreibe sie in ihr Inneres. Dann aber an ihre Sünden und Übertretungen denke ich nicht mehr. Wo aber die Sünden vergeben sind, da gibt es kein Sündopfer mehr. Wort des lebendigen Gottes. Wir beten aus dem Psalm 110 und antworten: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Du bist Priester auf ewig
nach der Ordnung Melchisedeks. So spricht der Herr zu meinem Herrn: Setze dich mir zu Rechten, und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Von Zion strecke der Herr das Zepter deiner Macht aus, Herrscher inmitten deiner Feinde. Du bist Priester auf ewig, nach der Ordnung Melchisedeks. Dein ist die Herrschaft am Tag deiner Macht, wenn du erscheinst im heiligen Schmuck. Ich habe dich gezeugt noch vor dem Morgenstern, wie den Tau in der Frühe. Du bist Priester auf ewig, nach der Ordnung Melchisedeks. Der Herr hat geschworen, und nie wirst du ihn reuen. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Der Herr steht dir zur Seite, er zerschmettert Könige am Tage seines Zornes. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit lehrte Jesus wiederum einmal am Ufer des Sees, und sehr viele Menschen versammelten sich um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer, und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen: Hört! Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstrickten die Saat, und sie brachten keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Als er mit seinen Begleitern und den 12 allein war, fragten sie ihn nach dem Sinn seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt. Denn sehen sollen sie, sehen aber nicht erkennen. Hören sollen sie, hören aber nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben wird. Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig. Und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen.
Sie hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all anderen Dingen machen sie breit und erstricken es, und es bringt keine Frucht. Auf guten Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen, 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Nehmen Sie bitte kurz Platz. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Evangelium zeigt uns, wie es Jesus wichtig ist, dass wir verwurzelt sind, dass wir ganz tief verankert sind in unserem Glauben. Wir hören viele Informationen in der Welt, und heute kann man sowieso verrückt werden, wenn man nur ständig durch die Informationen durchdrungen wird. Corona hier, Corona da, alles Mögliche. Der Mensch wird immer belastet durch verschiedene Informationen. Und durch den Kopf, durch die Seele kommen auch diese News aus der ganzen Welt, was schlecht, was Gutes, alles Mögliche, was wir durch Internet, durch Medien bekommen. Jesus will aber, dass wir auf sein Wort hören. Und das ist etwas Besonderes, weil dieses eine Wort des Herrn bringt Frucht in unserem nicht nur geistlichen, sondern auch weltlichen Leben. Wenn wir auf Jesus hören und es befolgen, was er uns sagt, dann werden wir eine neue Erde und einen neuen Himmel sehen. Wir werden Dinge tun, zu denen wir normalerweise nicht fähig wären, genauso wie das der selige Paul Josef Nardini getan hat. Er lebte nur 40 Jahre, würden wir sagen. Aber so viel, wie er getan hat und so viel, wie sein Leben Frucht gebracht hat, was wir auch in unseren Gemeinden immer wieder spüren durften, hier in dieser Diözese, aber auch in vielen anderen, auch im Ausland, das ist unfassbar. Wie kann das sein? Das ist die Frucht, liebe Schwestern und Brüder, dessen, dass dieser junge Mann nicht auf seine Stiftseltern, nicht auf die Menschen gehört hat, sondern tief verankert war, verwurzelt im Wort des Herrn. Hat im kurzen Leben mit 40 hat er so viel erreicht, wie wir vielleicht erst in 1000 Jahren erreichen würden. Das ist die Frucht, die wahre Frucht dessen, wenn wir auf das Wort Gottes in unserem Leben hören, werden Dinge passieren, die wir nicht erklären können. Wir könnten nur Gott bitten, dass er sich erbarmt und genauso uns hörfähig macht, damit wir auch in unserem Leben Frucht bringen, so wie er das will. Dass unsere Seele, unser ganz geistliches Leben auch Frucht bringt, dass es wie ein fruchtbarer Boden ist. So bitten wir Gott auf die Fürsprache des seligen Paul Josef Nardini. Amen. Wir wollen jetzt die Fürbitten halten. Als Antwort
sagen wir, nichts soll sie scheiden von deiner Liebe. Herr Jesus Christus, du bist der Gott mit uns. In Gemeinschaft mit dem seligen Paul Josef bitten wir dich für alle, die deine Nähe und deinen Beistand besonders brauchen. Nichts soll sie scheiden von deiner Liebe. Sei bei den Kindern und Jugendlichen, die keine Zukunft zu haben scheinen, weil sie in zerbrochenen Familien aufwachsen müssen, unter Armut leiden oder Gewalt erfahren. Nichts soll sie scheiden von deiner Liebe. Sei bei allen, die unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen leiden, die ausgebeutet und erniedrigt werden. Nichts soll sie scheiden von deiner Liebe. Sei bei allen, die sich im Beruf von anderen in Anspruch nehmen lassen, in Erziehung und Unterricht, in der Pflege von Alten und Kranken, in der Beratung und der Caritas. Nichts soll sie scheiden von deiner Liebe. Sei bei allen, deren Leben heute zu Ende geht, in Krankenhäusern, Altenheimen oder zu Hause, und sei besonders bei jenen, die alleine sterben müssen. Nichts soll sie scheiden. Sei bei uns, wenn wir Bedrängnis und Not in unserem Leben erfahren. Nichts soll uns scheiden von deiner Liebe. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, auf die Fürsprache des seligen Paul Josef Nardini, erhöre unser Gebet, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein, euer Opfer, Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nimmt das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Allmächtiger Gott, die Gaben, die wir am Gedenktag des seligen Paul Josef Nardini darbringen, bezeugen deine Macht und Größe. Diese Opferfeier erwirke uns die Frucht der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, im Himmel zu danken und das Werk deiner Gnade zu preisen.
Denn in den Heiligen schenkst du der Kirche leuchtende Zeichen deiner Liebe. Durch das Zeugnis ihres Glaubens verleihst du uns immer neu die Kraft, nach der Fülle des Heiles zu streben. Durch ihre Fürsprache und ihr heiliges Leben gibst du uns Hoffnung und Zuversicht. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächten und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil in Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Karl Heinz und allen Bischöfen, unseren Priester und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deine Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, den heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem seligen Paul Josef Nardini und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht, darum wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen, gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist, der Leib Christi. Seele Christi, heilige mich. Leib Christi,
rette mich. Blut Christi, tränke mich. Wasser der Seiten Christi, wasche mich. Leiden Christi, stärke mich. O guter Jesus, erhöre mich. Birg in deinen Wunden mich. Vor dir lass niemer scheiden mich. Vor dem bösen Feind beschütze mich. In meiner Todesstunde rufe mich, zu dir zu kommen, heiße mich, mit deinen Heiligen zu loben dich, in deinem Reiche ewiglich. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast den seligen Paul Josef Nardini in deine Kirche zu einem selbstlosen Hirten und zu einem Vater der Armen gemacht. Wir bitten dich, lass uns nach seinem Beispiel immer tiefer in dir verwurzelt werden und immer mehr wachsen in der Liebe zu unseren Nächsten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ich wünsche Ihnen einen guten, gesegneten Abend. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.